So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel und ich habe den Dommer dabei. Guten Tag schon wieder. Und wir gucken uns heute an Phil Bender Toolbox gegen Band Control oder 4-Color Control. Ich weiß nicht, ob Rot dabei war. Ich glaube aber, es war normal nur pur Band und mittlerweile ist Rot dabei gekommen. Das kann sein. Ich habe das jetzt von unserer letzten Begegnung am Freitag im Kopf und da war Rot dabei. Ja, ja, aber ich meine damals da noch nicht. Also damals vor 3 Wochen oder so. Jo. Und, oh, Shadow Spear. Sehr cool. Schönes Opening von Fiddlebender. Ne? Ja, das Klassiker. Eine Bubble. Ja. Bubble, Bubble, Bubble. Bubble ja. Immer so vor und sich. Da kommt der Card Draw von Fiddlebender. Oh, ja. Schön, die Bubble nicht vergessen. Das ist wunderschön. Und ist da ein Pond auf der Art? Ganz vorne. Ja. Da Fetch. Kann man auch direkt pondern. Ja. Vermutlich. Aber noch ein Prismatic. Und, das ist der Grindstone auf der Hand von Philipp in der Toolbox. Den will man natürlich nicht auf der Hand haben. Nee, auf der Hand ist der doof. Ja. So viel Ursas Saga, wie man im Deck hat, will man den nicht auf der Hand haben, sondern. Ist das halt Thorn of Amethyst? Oder was ist das? Aber einmal Erdbeben. Nee, aber auf jeden Fall Bob. Wäre natürlich mega bad. Das. Oder war das der Painter? Hä? Painter auch noch oben drauf? Schwierig. Hm. Gleich nochmal gucken. Ich sehe die Karten gerade so schlecht. Mhm. Ja, könnt ihr mal bitte die Karten besser in die Kamera? Ja. Pondard sieht Wasteland, Field of the Dead und Teferi. Interesting. Field of the Dead natürlich eine richtig coole Karte, gerade mit Uro de Huro. Aber, ja, sagt dann aber auch, dass man wahrscheinlich wenig Basics spielt und zwar ja. Dann nur jeweils. Jeweils ein oder zwei und dann meistens noch eine Snow-Covered oder eine normale Version, ja. Oder? Was ist ein Bob mit Full-Text-Lands. Der feuchte Traum der Judges. Ja, echt so, echt so. Ich finde die großartig, ich liebe sie. Ja, ich habe es mir mit damals extra nicht geholt. Ich bereue, dass ich nur eins davon habe. Ending nimmt Bob weg, schade. Also Bob mit Shadow Spear wäre auch schon cool gewesen. Tatsächlich. Das ist schon witzig, ja. 3 Schaden machen, 3 Leben kriegen und ja. Bob kann in dem Deck, glaube ich, auch maximal 3 Schaden machen. Ja, ich glaube ja. Noch ein Bob. Noch ein Bob. Another Bob. Ja, mal gucken, wie der los wird. Das ist auf jeden Fall. Ja, Band Control von den Prozenten her eigentlich gar nicht so viel gesehen, ne? Ne, nicht mehr. Also Jeskai ist wesentlich öfter mittlerweile. Ja. Auch einfach, weil, naja, Delver mittlerweile so viel dagegen spielt und so viel überrennt. Und ich meine, die spielen ja mittlerweile 2 Pyroblast, nein. Ja, mittlerweile, ja, dieses 4-Color-Control ist da eher dieser Punkt. Dieses mit den Ländern und so, das ist schon. Ja, okay, die Länderbasis hier vom Band, wenn der schon Field of the Dead spielt, ist halt schon geil. Mm. Das ist halt schon tasty. So Field of the Dead, Wasteland. Ein Skrubland oder das ist aber da. Ich meine, Teferi jetzt spielen, Gegner Turn negaten ist natürlich nicht bad. Ja, der zieht dann halt noch Geld, Mana raus, weil Teferi muss ja dann wieder ausgespielt werden, der Bob. Und zieht eine Karte, also schlecht ist das nicht. Ja. Da ist der Teferi, da ist der Bounce. Da ist der Bounce, dann drawen wir bitte auch. Und der Draw kam bis jetzt noch nicht, oder? Nee, der wird jetzt gleich nachgeholt, hoffentlich. Ja, da wird jetzt. Ich hab Würfel. Ja, ja. Da ist der Draw nachgeholt. Da ist der Draw, da geht der Bob. 1, da kommt der Bob. Und. Ja, kriegst nochmal Damage und dann kommt. Das ist dieses Car. Das ist dieses Auto, yes. Dieses yes, Auto kann irgendwelche Karten aus Friedhöfen exilieren und kann crewen und Damage machen und so. Aber das wird geforced. Jo. Ja, das ist mächtig. Das ist wirklich mächtig. Und gerade gegen ein Deck wie Band Control, was ja wahrscheinlich auch Life in the Loom drin spielt, stimmt. Ist es so mächtig, einfach 2 Karten aus dem Friedhof jede Runde zu exilen. Ja, vor allen Dingen, das Vieh wird halt fett. Und wenn man ein Uro spielen möchte, natürlich. Ja, okay, wenn man Uro spielen möchte, ist das natürlich noch wichtiger. Ich hasse diese Karte so sehr. Hast du die Karte ganz oben drauf? War das ein Triumph? Weiß ich gar nicht, wird sich im Band aber anbieten. Ja, da ist auf jeden Fall ein Snow-Covered Forest. Der wird auch genommen. Schön, die galten Ice Age. Ice Age, ja. Da muss man sich mindestens beim Artwork nicht aussuchen. Ja, das stimmt. Fetchland, go. Bob triggert Fiddle. Fiddle macht 2 Damage.
Fiddle. Das war kein guter Bob. Ein guter Bob deckt Länder auf. Ja, ist korrekt. Das ist korrekt. Dann beat den Teferi Turbot. Dann spiel den Fiddle. Fiddle in the middle. Yes. Und dann kann der Fiddle gleich ein Dings raussuchen. Portable Hole. Ja, ich glaube, der Fiddle könnte nächste Runde einfach gewinnen. Wenn jetzt einfach der Grindstone gelegt wird. Das stimmt. Wobei, es reicht doch, wenn er nächste Runde spielt. Also ein Grindstone muss schon er noch nicht mal legen. Grindstone wäre sogar schlecht, wenn er ihn legt, weil der Gegner ihn dann removen kann. Nächste Runde hätte er ihn für 1 spielen können, für 1 hätte er den Spear wielden können und hätte dann für 3 direkt winnen können. Mhm. Wenn da jetzt irgendwo ein Ending oder so unterwegs ist, hat man ein Problem. Er hat auch gerade erst dort Force gezogen, glaube ich. Und es wäre dort wahrscheinlich geflogen. Ja, wenn man... Hat man noch eine blaue Karte? Ein Ponder anscheinend. Oder Brainstorm. Ein Ponder oder ein Brainstorm. Man hätte auch den Shadow Spear equipped können. Ja, das Mana hätte man sich aufsparen können. Ja, zumindest irgendwie auch 3 Leben kriegen können. Ja, stimmt, da wären wir wohl auf 20 gewesen. Yes. Da geht der Schuffel. Ich meine, grundsätzlich vom Matchup her glaube ich tatsächlich, dass Bahncontrol hier im Vorteil ist. Ja. Weil sie können ja auch sowas wie Dressdown im Sideboard spielen, ähnliches und haben normalerweise gegen Artefakte ganz gute Sachen und grinden sich einfach raus. Fiddlebender hat halt die Combo, die das Ganze halt sehr viel angenehmer macht. Vor allen Dingen die Combo an einem Punkt, wo du entweder die Ursachsaga handeln musst oder den Fiddlebender oder er hat Natural Draw Combo. Genau, also er hat verschiedenste Wege, da dran zu kommen. Ja. Und die Interaktion damit ist halt jetzt auch nicht so geil. 2 Mana, ein blaues und ein Growth Spiral. Wow, Card Draw und ein Land Draw. Ich glaube mal. Hat er keine Urus mehr oder was? Das ist irgendeine weiße Karte, oder? Oder ist das ein Land? Ich weiß es nicht. So oder so, warum spielt man Growth Spiral? Hat man keine Urus mehr oder was? Ja, macht im Endeffekt selber. Ich glaube, da überlegt man jetzt gerade. Das ist, glaube ich, ein Triom. Da spielt man nichts. Nö, scheint nicht. Bob Trigger. Bob macht den Mox gut. Das ist natürlich auch geil. Da kommt da eine Marke drauf. Yes. So. Dann für 1 raussuchen. Shadow Spear opfern. Es ist die Frage. Geht jetzt, glaube ich, einfach für die Combo, oder? Ich würde da jetzt einfach für reingehen. Fertig. Ich sehe da jetzt wenig Grund, es nicht zu tun. Ja, man könnte halt Angst vor Swords haben, aber... Das passt sogar noch in dieses Ding rein. Ja, okay, da wird geschoben. Ja, richtig cool. Noch mit Discardback, also wirklich, wirklich lecker, cool. Sehr, sehr schön gespielt. Dann zeigt man noch den Painter, um zu zeigen, dass man auch wirklich gewonnen hat. Ja, ja, ich konnte dich übrigens töten, danke. Ja, da ist der Painter. Nur zum Zeigen. Ja, man zeigt es halt. Also tatsächlich ist es ja ähnlich wie wenn der Gegner Natural Order spielt und Leute auf einmal schieben, ohne dass man den Cut-Off gesehen hat. Wie viele Leute zum Beispiel im Elfen dann den Cut-Off mal auf der Hand hatten, so. Ja, oder Show and Tell. Oder auch tatsächlich sowas wie Storm, wo dann auf einmal der Storm-Zauber nicht im Deck war oder sowas. Es passiert alles Mögliche. Da immer schön zu Ende fuddeln lassen. Wir hatten auch schon bei unserem Show-and-Tell-Spieler ja da die Sache, dass er nichts auf der Hand hatte, außer einen Omniscience, legt den Show-and-Tell rein, der Gegner scoopt und... Ja, hat er nicht. Ja, hat halt einen Free-Win gehabt, ne? Ja, das ist... also da muss man wirklich, wirklich langsam spielen, schauen, dass man das wirklich alles langsam rausholt, was geht. Ja, vor allen Dingen, weil man irgendwie auch meistens noch irgendeine Interaktion oder so hat, außer mal Insta-Tod. Ja, genau. Also, und dann halt wirklich bis zum Tod runterspielen lassen. Und da ist der Painter auf der Hand, da ist eine Retro auf der Hand, das sieht kacke aus. Bei Dings sehe ich nichts. Bei Bahn sehe ich halt nicht so viel, aber es scheint beide zu keepen, krass. Ha. Da ist noch Mox, da ist noch. Okay, man könnte vielleicht erst ohne seine Hand ins Gesicht werfen. Ja, lieber eine solide Hand halten als Mulligan. Ne? Ja, also man könnte halt mit dem schwarzen Artefakt-Land anfangen, den Mox legen. Dann kommt ein Dings. Ja, die Retro-Fitter legen. Oh, man hat sogar die, okay.
Die Retrofitter, die muss aber wahrscheinlich dann auch schon ge... Dann spielt man den Mox, dann spielt man den Ein-Mana-Dude. Den Ein-Mana-Dude. Yes, Card Draw. Ja, und Bahncontroller denkt sich, ja, okay, ich habe einen Ponder gezündet. Und du? Ja, da geht man auch gucken, was kommt. Natürlich. Ah. Ja, sah fast aus wie eine Eule. War eine Karte. Ja. Ist da eine Kotel drin? Ich kann es dir nicht sagen. Hübsche Library. Und ein Card Draw für Fiddlebender. Bin mir manchmal nicht sicher, ob man da nicht mit Bahnt langsamer spielen kann, um einfach dieses Mana jede Runde mehr zu bezahlen. Ja, je nachdem, was der dir da halt hinschmeißt, gerade mit der Retrofitter, ne, dann stehst du halt mal ganz schnell im Regen. Ja, das stimmt. Wasteland. Wasteland. Wenn man Wasteland-Target hat. Oh. Auch cool. Und jetzt, ja, Titanic Skala. Oh, da ist Uro Brainstorm. Boah, da würde ich den Brainstorm nehmen. Ja, ich würde den Brainstorm nehmen. Gerade wegen dem Wasteland würde ich auch auf jeden Fall den Brainstorm nehmen. Einmal drunter legen. Und dann Wasteland und dann fick dich, Welt. Genau, also Wasteland, den weg. Weil seine Hand sagt halt gerade, okay, ich mache in 3 Zügen Uro. Ne, ja. 2 Zügen, aber mehr halt auch nicht. Nee. Ich hoffe mal, man hört jetzt gerade, dass die Putzdame über uns nicht. Normalerweise macht die mittwochs und heute hat irgendwie Bock, mit Dienstags zu machen. Vielleicht macht die das da nicht morgen, wenn wir Podcast machen. Vielleicht haben wir Bock, die am Dienstag zu machen. Vielleicht machen die Dienstag und Mittwoch. Und den Rest der Woche nicht. Wär auch irgendwie solide. Absolut korrekt. Hört ihr dann auch bei Radio Rafnica? Ja, das hörst du ja regelmäßig bei Radio Rafnica tatsächlich. Nicht, wenn sie es jetzt Dienstags macht. Dementsprechend habe ich Hoffnung auf diese Woche. Ja, ansonsten, ein Land halt gegen das ist halt schon heavy, wo? Ja, das ist schon böse, was da abgehen kann. Ja, jetzt ist halt noch der Library-Trigger erstmal. Ja, wow. Das war greedy. Wow. Ich weiß nicht, je nachdem, was da oben drauf liegt. Okay, wenn da nur Schrott liegt, ja. Growth-Spasm. Das ist nicht Growth-Spasm, das ist... Spiral. Spiral. Spasm war das mit den 01 Eldrazis tatsächlich. Fetchland. Ja. Boah, das Deck besteht auch nur aus Ramp, ne? Ja, Ramp und Card Draw. Ich brauche so nach dem Motto, ich brauche Turn 3, 4 Mana. Okay, wenn man hier auf... Weiß geht, oh, man hat glaube ich, den Trigger vergessen von... den Trigger von ja. Glaube auch. Sad World. Das ist schon schade. Den Card Draw vergessen. Ist da ein Wasteland? Da ist ein Wasteland bei. Aber man hat schon einen Land Drop. Ne, hat man nicht. Nee, das war der auch. Doch. Man hat. Doch, klar, muss man ja. Ja, Forest für ich will mal Spessen sagen, ist für Spiral. Und dann den. Aber man ist halt runter auf 9 Leben eigentlich, wa? Ja, und jetzt kommt halt auch noch was angeflogen. Mhm. Jetzt kommt mal 3 auf jeden Fall. Ja. Da kommt noch ein Artefakt. Ne, Karakas gegen die ganzen Uros. So, jetzt ist die sehr, Frage. Sehr, sehr gut. Weathersworn. Jeder Spieler kann nur einen Nicht-Artefakt-Zauber pro Runde spielen. Und noch einen davon. Ja. Bam. Da steht auf jeden Fall, ich ziehe gleich eine Karte. Ja. Wenn nicht sogar 2. Ja, das kann gut sein. 2, 3. Sloan und irgendwas anderes. Boah, swaddle mal den Skala. Ja, da macht man halt sonst nichts mehr die Runde. Das ist halt wirklich das Problem. Man kann halt hier wirklich praktisch nur Uro spielen, ein Land reinlegen, das Wards dann in der nächsten Runde benutzen. Boah, das ist schon schwierig. Das ist schon irgendwie widerlich. Man ist ja auch auf 6 Leben, statt auf 7. Ja, weil man hat das Fetchland vergessen. Gucken, ob es relevant wird. Ja, aber bei Band oder generell bei Control ist das ja meistens so, also bei 2 oder 3 Leben kriegen die so gerade die Kurve. Ja, yeah, genau. Aber wenn es halt auf einem Leben wäre, dann würde ich das Video selbst, wenn da noch mehr hinter gespielt wird, wahrscheinlich da beenden, weil ab dem Moment ist es eigentlich der Win für... Ja, für die Bänder. Aber mal gucken. Für die Bänder. Ja, jetzt ist halt, das Board ist definitiv für Fiddlebender, weil wenn der jetzt gleich was spielt, wird der 100 pro mindestens eine Karte ziehen. Hm.
Da muss man halt überlegen. Der hat halt auf dem Board 6 Damage. Ja, der kriegt den halt nächste Runde genau um. Wenn man jetzt wirklich denkt, man hat noch 7 Leben, das wäre sehr tödlich. Das wäre schlecht, ja. Ja. Das könnte jetzt echt knapp werden. Deswegen, Leute, guckt auf eure Leben. Das ist wirklich, wirklich heavy. Wie das so ist halt auch Leben, der Scheiß, oder der in Anführungszeichen, der Scheiß, wenn die Companion App benutzt wird. Ja, wenn man es halt nicht sieht, wenn man es auch nicht die hat halt, ist. Das wäre so super, wenn du eine Listenanzeige machen könntest, wie du getippt hast. Aber, ist halt genau. Doof. Eine Karte gezogen. Ja, eine Karte gezogen, da ist ein das Land. Otavara. Da ist ein Huru, also wird es jetzt wahrscheinlich irrelevant. 1, 2, 3. Dann legt er wahrscheinlich Karkas rein. Dann hat man keine Karte gezogen, oder? Nee, hat man nicht, außer man holt es jetzt noch nach. Nee. Da hat man es einfach verpennt. Jo. Vielleicht vergisst man, man denkt mal gerade auch, der Elder Sworn ist ein Spirit. Aber The Spirit of Labyrinth. Ich weiß es nicht. Man hat ja auf jeden Fall noch Ding oben drauf gehabt. Swords und Ding. Das sind 6 Damage. Ja. Yep. Dann geht das auf jeden Fall schon mal ein bisschen was. Auf fiktive 3. Ja, fiktive 3 gezählte 4. Und dann macht Fiddlebender wahrscheinlich nur Dings Bounce. Ja, weil wenn er nächste Runde nur den Uro spielt, oh, da kommt das Sword. Trigger. Ziehst du eine Karte. Ja. Deswegen immer erst hauen, dann bauen. Das ist ein Fetchland. Der swordet echt den. Imaginäre 5. Das ist ein Fetchland. Also entweder legt er jetzt das Fetchland für weiß oder die Dings für schwarz. Ja, eher für schwarz interessant. Was hat er noch? Nichts macht. Also auf jeden Fall ein schwarz-weißes Fetchland. Er kann gleich noch mit der Retrofitter bauen. Ja, ist jetzt die Frage, ob man da jetzt einfach nicht reinkommitten möchte in den Terminus oder ähnliches. Ja, okay, kann man mit der. Man kann sich ja dann mit der Retrofitter aufbauen oder so. Genau, genau. Aber das ist halt der Punkt, man weiß halt nie, was in diesem Bahnhaufen irgendwie lauert. Ja, Terminus. Ja, okay, du kannst halt die Uros im Friedhof liegen lassen, Listen mit Terminus resolven und baust dich danach auf. Genau, indem du Uros einfach wieder castest im Friedhof, das ist schon krass. Deshalb, also, und gerade da wir mit Torben auch jemanden haben, der auch schon was länger dabei ist, ist das vielleicht auch ein Gedanke, der da einfach mit beifleuchten kann, was auch vollkommen fair ist. Also es ist ein Gedanke, der mich auch treiben würde. Ja, gerade mit der Sylvan Library wäre Terminus halt echt hart. Wäre halt vor allem easy zu machen. Ja, man hat jetzt den. Oh, da ist ein Prismatic Ending. Mhm. Und ein Busejo? Ja. Und ein Loam immer noch, glaube ich. Ja, das Loam will man doch eigentlich nicht haben, oder? Ne. Oder? Man nimmt nicht das. Krass. Oh. Krass. Ich meine, was man jetzt natürlich machen kann, ist versuchen, den Uro aus dem Friedhof zu kaufen. Nee, kann man nicht. Kannst du nicht. Du hast das Land nicht dafür. Grün fehlt eins. Es fehlt ein grünes für den Uro zu casten. Ja, war Busejo on top, war? Ich glaube schon. Dann könnte man ja zumindest. Okay, jetzt spielen wir Loam, dadurch tappt man sein grünes wieder aus. Zählt erstmal Trigger. Targets? Ja, aber er muss ja eher Tagesanzahl ansagen. Yes. Fetchland, Duel. Es sieht aktuell echt nicht gut aus für Control. Ja, vor allem hat man sich jetzt auch schon wieder 3 Länder rausgezogen. Ich weiß nicht, wie viel jetzt aktuell in dem Friedhof liegt. Ich glaube fast nichts mehr. Man hat 2 Karten ziehen lassen. Ja, da will man da jetzt mit Leben haushalten. Dann kommt noch ein Uro. Dann geht man wieder auf 9. Imaginäre 8. Ja. Der Fehler immer noch nicht. Okay, da. War nicht das Ending. Das Ending war ja eins drunter. Da könnte, wenn man es gefunden hat, langsam
ein Dings reinbringen, dann Field of the Dead. Field, ja, stimmt. Das sind jetzt eigentlich 7. Es ist halt wieder super knapp. Also es ist halt, Control lebt halt in der heutigen Zeit wirklich so am Abgrund. Und ich glaube, das ist so einer der Gründe, warum Band aktuell immer wieder weniger gespielt wird als Jeskai. Weil Jeskai nicht ganz so krasser Marsch die ganze Zeit ist, habe ich das Gefühl. Du hast halt auch wesentlich dickere Threads. Beziehungsweise du hast halt entweder zwei Optionen bei Jeskai. Du spielst Mentor, weißt du, hast eine fette Thread, beziehungsweise eine breite Thread. Oder du spielst die Listen mit Days Undoing. Das heißt, dein Gegner gibt auf. Ja, deine Win-Option ist, der Gegner gibt auf. So, finde ich solide. Kann der Uro vom Spielfeld genommen werden? Trigger am Stack weiterhin. Ja. Trick 17. Aber wieso? Man hat jetzt auf den Trigger auf dem Stack nochmal gefetcht. Und jetzt knallt. Achso, damit der eins günstiger ist. Yes, weil Uro ist ja eine Legendary und kostet ja ein Mana weniger, wenn Legendary ist. Dann heißt der Buseiju kostet dann im Endeffekt ein Mana und man hat theoretisch noch Karakas offen, um den zu bouncen. Theoretisch kann man jetzt immer noch das Karakas benutzen zum Bouncen. Das ist halt schon strong. Ja. Ist das Basic Land Type oder Basic Land? Basic Land Type. Könnte man Duel nehmen. Man nimmt ein Duel. Man nimmt ein Duel. Und dann nimmt man den noch auf die Hand. Oh, starker Zug. Das war Alter, der Move. Ne? Das war auf jeden Fall ein starker Zug. Krass. Also damit habe ich jetzt so krass nicht gerechnet. Vor allem, wenn man einfach so nichts machen konnte. Bitter. Ja, jetzt kann man sich einen 1-1er machen. Der fliegt. Nee, Quatsch. Man kann sich leider nur nicht. Kann sich nur ein Gattamon? Ist das eine Digimon-Karte? Ja, ist ein Digimon-Karte. Das ist ein Gattamon. Jetzt klauen die alle meine Idee. Und Swiftfoot Boots. Das sind Swiftfoot Boots. Ach, ich dachte gerade, das wäre hier City in a Bottle oder nee, so. Nee, das ist nicht Swiftfoot Boots. Gerade mit dem Karkas, nice, drauf gewartet. Richtig nice. Aber was kann man suchen? Man kann Gravehate suchen. Für zwei. Nimmt man einfach einen Painter? Auto. Ja. Auto, Brumbrum. 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 Dann wird abgefahren. Uro. Nee, Loam ist auf der Hand. Ach stimmt, Loam ist auf der Hand. Nee, Loam ist auf dem Friedhof. Eigentlich. Stretch. Okay, dann kann man immer noch hauen. Sollte man auch machen für 2. Kein Land gespielt. Für 2. Yes, 1, 2. 5. Hätte man Feuer hauen können, hätte man einen Damage mehr haben können. Dann hätte man jetzt schon auf 4 imaginiert. Yep. Neuer Box. Warum spielt man den? Ah, wenn man noch einen Null-Dude machen kann. Ja, man kann noch ein Servo machen, genau. Ein Servo oder ein Fopta. Ja, für den Fopta hättest du aber nicht Dings machen müssen. Nicht droppen müssen, aber hättest du können. Da ist auf jeden Fall ein Duel, ein Wasteland. Und ich glaube ein Land. Ein Fetchland. Ja, aber das ist ein Rot. Das ist ein Volcanic. Ah, okay. Es ist auf jeden Fall Blast im Sideboard. Mindestens eine. Ja, nennen wir es trotzdem weiter Band Control. Ja, das hat hier nichts mit Four Color zu tun. Nee, also das Rot ist halt sehr, sehr, sehr sporadisch. Das ist Das ist genauso wie das Kriegs-Punish in Duck, weil ich gespielt hatte, theoretisch auch Four Color war, weil die Grooves halt auch grün machen können. Ja, was du nicht benutzt hast, aber ja. Ja, das ist korrekt. Dann nimmt man Fetchland. Man ist kann imaginär 5. Man kann den Uro halt wieder kein Ransom. Man fetcht erstmal. Ja, du hast ja nur Schrott oben drauf. Ja. Dann geht man auf 4 imaginär. Ja, theoretisch 4. Jetzt ist das. Wenn man anders gehauen hätte, hätte Fiddle sogar auf 3 sogar runterhauen können. Schon. Mhm. Dann sieht das. Ich meine, 5 ist auch schon ziemlich, ziemlich knapp. Ja, okay, der geht da gleich wieder auf 8 hoch. Ne? Ja. Also 7. Naja, kann casten und nochmal casten tatsächlich. Stimmt. Wenn ich das richtig sehe. Er kann sich 6 Leben storen. Lecker. Und einen dicken Uro am Feld haben.
Aber es wird gebrainstormt. Trigger, darf ich eine Karte ziehen? Lass mich rechnen. Ja. Trigger. Bam. Okay. Keine Karte ziehen. Hm. Une, due, tre. Was ist das denn? Das Brainstorm und kein Ponder. Das war ein Force. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Das ist ein Force-Auffüll auf jeden Fall auf der Hand. Ich meine, es bringt nicht so viel im Angesicht der Swiftfoot-Boots auf einem Fiddlebender. Nee. Nicht was wirklich. Schon geil ist. Also ich das ist für solche Aktionen finde ich das einfach geil, das Deck. Das ist schon solide, ja. Ja. Boah. Aber du kommst noch nicht ganz an die Combo dran. Du bräuchst noch irgendwie was Cooles, was das Ding wieder enttappt. Oder du hättest so einfach, könntest du einfach einen Blightsteel-Koloss drin spielen. Da müsstest du was mit 10 opfern. Ach stimmt, der sucht ja nicht irgendwas raus. Nee. So broken ist der nicht. Der sucht eins teurer raus, was das Ganze aber schon sehr interessant macht. Für 2. Hätte er theoretisch auch einen Tidehorror-Skala aussuchen können. Genau, er hätte Tidehorror-Skala können für Uro. Aber ich glaube tatsächlich, gerade mit dem Buseju, ist es wichtiger, das Buseju rauszunehmen. Ja, und so war der Uro ja auch aus dem Friedhof raus. Also so oder so kriegst du nur einen Uro, so hat er zwei gute Targets bekommen. Von daher ist das gar nicht mal so. Ja, und das Brumbrum ist ja weiter im Feld, tatsächlich. Ja. Das ist schon ein sehr gutes Ding. Ansonsten, Brainstorm scheint noch nicht reserved zu sein, richtig? Ist eine gute Frage. Doch, müsste. Das heißt, man hat Wasteland, Duel. Ja, man hat halt jetzt eigentlich nur Schund. War das ein Umnatz? War das der Vorkaller Umnatz? Hat man den da? Ach du Scheiße. Ich weiß es nicht, ob man den drin hat. Aber ich glaube, ich habe gerade einen Vorkeller Umnatz gesehen. Das ist natürlich hart bescheuert. Das wäre cool. Ich würde es hart feiern. Oh, fuck it. Na, da kommt nur ein Uro. Für Green-Blau. Man, und man nimmt das Caracas tatsächlich. Man nimmt das Caracas. Uff. Ja. Boah. Mit Uro nicht. Es ist sau knapp, sau schwierig. Ja, du musst jetzt halt überlegen, wenn du wirklich den Omnath hast, der gibt dir auch nochmal 4 Leben. Ne? Ja, so nicht. Wasteland. Nee, so nicht. Wobei, du kannst Wasteland für das Farblose tappen, hast den ET. Kannst du ein Dings reinlegen? Was ist das? Force of Vigor. Eklig. Ja, passiert, denke ich mal. Ja, nimmt man die Boots und das Auto. Brumm, brumm. Dann kann man mit Carcass den Philly bouncen. Hätte man den Angriff letzte Runde gemacht und hätte man das Fetchland nicht vergessen. Wäre nächste Runde tot, weil dann wäre man auf 3 Leben. Dann würde man jetzt einfach einen 1-1er machen und drüber fahren. Ja. Ha. Deswegen, das ist so, so interessant, wie Kleinigkeiten sich addieren können zu einem komplett anderen Spiel. So, also, dann gibt dann Zug ab, dann macht man sich einen 1-1er. Ja. Kann man auch einfach Duel nehmen. Ja. Da jetzt ein Basic zu nehmen, macht jetzt nicht so viel Unterschied. Wasteland-Target mehr. Ja, es liegt halt eh schon ein Duel, aber. Ja. Außer man sollte natürlich zeigen, dass man judge-freundliche Basics hat. Ja. Macht man noch einen Gatamon? Und dann mit Wasteland und so. Ja, Carcass. Und dann ist eigentlich Eigentlich ja. Ja. Aber immer noch nicht. Torben will anscheinend nicht aufgeben. Nicht gewinnen. Nee. Dann Draw. Oh, jetzt so eine Ausrüstung. Die +X/+X gibt. Das ist, glaube ich, ein Painter. Painter und Thoughtseize. Thoughtseize kann man sich halt eigentlich total gut leisten, weil man hat halt ein Sondleben. Oh, und der Umnatz, das ist der Vierkanner Umnatz, geil. Ja, der ist tatsächlich mit dem Deck. Geil. Leck mich am Sack. Ja, fast schon eher den Uro genommen. Umnatz kann man nicht casten. Fuck it. Da hätte ich den Uro genommen. Ja, wobei, mit der Sim Library, Eins ist schon richtig. Ja, schon gerade sagen, eins ist schon richtig. Ja, dann spielt man den Fiddle und den Pendy. Sagt alles ist. Nicht grün. Schwarz. Schwarz ist tatsächlich die angenehmste Farbe. Aber wobei, man spielt gegen grün. Man sollte auch nicht schwarz sagen.
falls Veil of Summer drin sind. Ach so. Ja, dementsprechend sollte man gegen das Deck vermutlich weiß sagen, ja. Wobei, da gibt es auch noch den weißen March. Da kann man ja eine weiße Karte pitchen. Ja, das ist ja okay. Das wäre halt so die einzige. Okay, Jace, Brainstorm und Ding. Das war der erste Draw. Ja. Vom Ding. Oh, geil, ich liebe es. Dredge mit Library ist so. Ja, ist so geil. Du musst da beide Karten freuen sich jede Judge-Leute drüber. Jetzt kann er sich zwei Karten angucken und sie zurücklegen. Oder wie war das nochmal, wenn du den zweiten und den dritten Draw ersetzt, dann kriegst du auf jeden Fall Schaden, ne? Nee. Weil du kannst die Karte nicht zurücklegen. Du kannst zwei Karten zurücklegen, ohne Probleme. Ja, aber du musst nicht entscheiden, welche musst Karten. Du nicht genau diese, okay. Tatsächlich ist es meistens so, dass du die Karten erst anguckst, bevor du dredgst. Und du erst im dritten Dredge das machst. Ja. Also im dritten Draw. Loman. Was Loman war? Loman. Wahrscheinlich ein Wasteland. Ich habe einen Trigger. Ja, den will ich nicht ziehen lassen, auf keinen Fall. Ja, der Fiddlebender muss gleich auf jeden Wasteland, Fall auf die Hand. Wasteland, Fetchland ist deutlich schlechter und nochmal deutlich schlechter. Jo, das ist wahrscheinlich das legale Target. Ja, aber man ist halt eigentlich... Die hätte ich einfach drin gelassen. Ja. Wofür? Wasteland. Ja. West? Ja... Uro regelt. Ja. Hoffen, dass Uro regelt, aber ich glaube, der regelt nicht. Jetzt können wir das Video jetzt beenden. Jetzt wäre das Spiel vorbei. Jetzt wäre das Spiel vorbei. Jetzt hat er sich gerade totgefetscht. Ja, aber wir gucken es mal weiter. Wir sind bei N-1 Leben. Ja. N-1 ist eine sehr, sehr gute Aussage für jeden, der ein bisschen Mathematik in der Schule hatte. Oh, wunderschöne Insel. Das ist die Dragon Ball Z-Insel. Ach ja. Also so aussieht wie von Vermuten Roshi. Da fehlt nur noch, dass irgendeiner alt hat und da, das gibt Game House. Gibt das tatsächlich schon. Gibt das schon. Ja, dann kommt der Uro aus dem Grave. Aus dem Grave, der? Nicht aus dem Grave? Das ist die Frage. Man macht nix. Nö. Nee. Aber wenn man nichts macht, ist man tot. Aber man muss den Uro aus der Uro Hand... Ja, okay, man kann halt noch das Wasteland reinlegen, dann kann man den bouncen. Und dann hat man drei Leben mehr. Trigger ist weiter am Stack. Also ein Field of the Dead. Boah. Field of the Dead ist gar nicht mal so bad. Macht auf jeden Fall ein 2-2 Zombie. Ja. Dann stirbt er. Nicht viel auf Dead, macht viel auf Dead für sich selber Zombie? Nee. Ich meine nicht. Ich weiß es gerade nicht. Das Wording davon ist nicht so genau. Und ich glaube, ja. Da wird gewühlt. Ja. So. Die Einser sind nur auf dem Boden, ne? Ja, aber... Da wird gefiddelt. Ja, man hat ja aber verloren. Man hätte die Karre kassen müssen. Das ist einfach Ulm. Lol, okay. Alles klar, kann man machen. Hat man einfach vergessen, Karakassen. Zweimal gegrindstone geworden, kann das sein? Ja, man hat sich jetzt gerade hart in den Arsch gebissen. Ich meine, abgesehen davon, dass man verloren hätte, 0-2 für die Benner Toolbox. Das war nur fair, wenigstens hat er am Painter verreckt. Absolut. Sehr, sehr cooles Match. Wirklich cooles Match. Und ja, ich hoffe, ihr hattet genauso Spaß. Wenn ja, könnt ihr das Video gerne positiv bewerten. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr was Schönes davon hattet. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.